Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge Automation Empire. Ja, wir haben soweit schon mal hier die Lieferung angefangen und ja, ich habe die Hoffnung, dass das hier richtig gut funktioniert. Genau, es war ein Kommentar, da wurde mir geschrieben, ich solle doch zusehen, dass ich die Erze alle verarbeite, also Kohle und Eisen und so weiter, und die verarbeiteten Sachen, also dann die Kohle und das Eisen, das Gold und so weiter, soll das verkaufen. Ich suche jetzt gerade was. Und zwar aus dem Grunde, weil, wenn ich Kohleerz habe, habe ich 1 Kilo. Wenn ich das verwandle, habe ich 10 Kilo. Kohle. Das ist richtig. Aber ich brauche 10 Kilo Kohleerz, also 10 Kisten im Grunde. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel 35 Eisen drin, das entspricht Kisten, Eisen drin und da war's, genau. Und ich brauche wohl 10 Kisten, um eine Kiste Kohle herzustellen. Zumindest verstehe ich das so. Wenn das nicht so ist, korrigiert mich. Ja, und das ist dann im Endeffekt eine Kiste Kohle. Also ich reduziere die Anzahl der Kisten. So, dann habe ich einen Verkaufspreis. Wo war er? Hier, der Verkaufspreis. Zum Beispiel Stahlplatten 2760. Okay. Für diese 2760, wenn ich das richtig verstehe, kommen wir nochmal da drauf. 13. Das heißt, ich brauche Kohle und ich brauche Eisen und habe dann Stahlplatten. Das heißt im Umkehrschluss aber, ich brauche von hier auch einige Kilo, also einige Kisten. Und ich kriege aus einer Kiste Kohle und einer Kiste Eisen mehr als nur eine Kiste Stahlplatten. Sonst würde das mit dem Gewicht ja nicht passen. Jetzt ist die Frage, dieses Gewicht, was hier ist, eine Kiste, ist das das Gewicht, also ist das hier der Preis für eine Kiste jeweils? Oder ist das der Preis für ein Kilo? Denn wenn das der Preis für eine Kiste wäre, dann würde ich im Endeffekt ja Minus machen. So, hinzu kommt noch, diese Sachen stelle ich her und verkaufe sie. Und wie man sieht, die sind noch plus 20%. Die würden dann wahrscheinlich runtergehen. Und ich denke mal, wenn ich jetzt zu viel von einer Sorte nur verkaufe, dann geht das irgendwann in den Minusbereich. Sprich, dann geht das auf minus 10%, minus 20%. Vermute ich zumindest mal. Ich weiß es nicht. Wenn einer von euch da mehr weiß, dann sagt mir das, erzählt mir das, schreibt mir das in die Kommentare. Ich denke, das bezieht sich auf eine Kiste. Und wenn ich für, wo haben wir es? Für Eisen, Kohleerz, für Kohle pro Kiste 1370 kriege, dann ist es besser, es die Kohle zu verkaufen. Wenn es pro Kilo ist, dann macht das durchaus Sinn. Aber wie gesagt, ich denke mal, der Preis, umso mehr ich verkaufe, umso weiter fällt er. So, und wenn der Preis fällt, ist das nicht unbedingt sinnvoll. Ich denke mal, ihr versteht, wie ich das meine. Und von daher
Also selbst wenn das der Kilopreis ist und das passt alles und so weiter und so fort, okay. Dann würde das im Endeffekt heißen, wenn ich hier Eisenerz habe, kriege ich fürs Erz 1300 und für die gleiche Menge Eisen kriege ich 1500. Ihr seht, der Unterschied ist nicht so groß. Und wenn ich jetzt nur Eisen verkaufe und kein Eisenerz mehr, dann drück ich den Preis dermaßen in den Keller, dass wahrscheinlich der Eisenerzpreis irgendwann höher ist als der Eisenpreis. Vermute ich mal. Ich weiß es nicht. Und von daher halte ich es für sinnvoll, von jedem was zu verkaufen und nicht nur von einer Sorte. Aber wie gesagt, wenn ich da irgendwo auf dem Holzweg bin, schreibt mir das gerne in die Kommentare. So, aber jetzt hierzu. Mittlerweile haben wir diese Seite wohl voll. Ja, die Seite fehlt nicht mehr viel dran. Und wie man sieht, der hier, der fängt auch schon an. Wir haben also mittlerweile schon flüssige Eisenplatten. Wie soll man das sonst deuten? Die dann in Kisten verpackt werden. Das scheint alles soweit zu funktionieren. Das, was im Augenblick wohl nicht so ganz funktioniert oder nicht so gut funktioniert, ist das hier. Weil, wie man sieht, die sind leer. Und hier kommen nur drei Loren an. Vier. Und das landet wahrscheinlich alles in der ersten. Das heißt, ich kriege hier langsam echt Nachschubproblem. So, und das waren vier Loren. Zwei waren halb voll und zwei waren voll. Ja, die ist halb voll, da sind zwei drin und hier sind jeweils vier drin. Das heißt, das sind 8, 10, 12. Und ich habe gerade mal zwei Kisten hier rausgekriegt. Wenn ich das richtig gesehen habe, weiß ich natürlich nicht. Kann ich mich auch täuschen. Das heißt, mit den 10, das würde passen. Oder? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, aber wie sieht es denn hier aus? 6.700, das ist doch schon mal schön. Ach, halt, Forschung, Forschung, Forschung. Wo ist unsere Forschung? Da. Was ist das hier? Der Zug. Da fehlen uns Stahlplatten und da brauchen wir 8000 Wasser. Die 100 haben wir, aber die 11.000 haben wir noch nicht. Und die brauchen wir 9000, dann haben wir jetzt 6000. Das heißt, das Menge. Das Menge und Stahlplatten. Und das Menge. Was uns fehlt. Dann können wir in der Zwischenzeit ja mal das ein bisschen hochrüsten. Und das haben wir bald alles. Finde ich gut. So, war das hier unsere Stahlplattenproduktion? Jawohl, war sie. Oh,
ein bisschen dichter dran, damit ich was sehe. So, jetzt bin ich am Überlegen. Wie kriege ich die irgendwo hin, wo ich sie verschiffen kann? Also verfahren kann hier so mit Auto und so. Ich müsste sie im Grunde hierher kriegen. Boah, wie soll denn das gehen? Hier rüber. Und dann hier rüber. Ja, dann sollten wir vielleicht mal wo können wir denn Züge fahren lassen? Oder andersrum gefragt, können wir hier hier kann ich nicht bauen, aus irgendwelchen Gründen. So, die Frage ist, kann ich darüber bauen? Nein, kann ich nicht. Also hilft mir alles nichts. Passt ja dahin. Lass ich den mal durchfahren. So. Genau. Hier haben wir nur noch zwei. Das scheint aber mittlerweile etwas besser zu laufen. So, das heißt, wir können können wir so machen. Ach Quatsch, was mache ich denn da? Och Menno. So, nochmal. Der muss mit dem verbunden werden.
So, und da habe ich schon wieder einen Fehler gemacht, weil es macht ja durchaus Sinn, hier nach oben zu gehen, damit der schneller fährt. So, also der geht hoch. So, und da machen wir es jetzt aber wirklich so, dass der vor- und zurückfährt, damit wir nicht die doppelte Länge haben hier. Das heißt hier, machen wir das so. So, dann brauchen wir da so eine Luke da oben. So, und jetzt noch mal das Ganze hier hinten verlängern. So, wir haben 3, also brauchen wir 18. Nee, und da macht es Sinn, da wirklich zu warten, bis der die 18 voll hat. So, da können wir ja dieses Teil hier reinbauen. In die Richtung. So, und auf der anderen Seite machen wir das umgekehrt. Der kommt erst raus, wenn er leer ist.
So, dann müssen wir mal gucken. In die Richtung. Oder ist das genau umgekehrt? Muss ich gucken. Probieren wir aus und dann gucken wir mal. Kann sein, dass ich die Dinger nicht umdrehen muss. So, und der geht nämlich durch. Also muss das umgekehrt sein. In die Richtung darf er und in die andere Richtung nur, wenn er das Mindeste hat. In die Richtung darf er und in die Richtung darf er. Und hier in die andere Richtung nur, wenn er maximal 0 hat. Genau. Und jetzt müsste er ja eigentlich durchlaufen. Er müsste ohne Probleme in die Richtung durchlaufen und in die andere Richtung darf er dann nur gehen, wenn 18 Kisten an Bord sind. Das heißt, er dürfte jetzt nicht durchgehen. Tut er aber. Ach, ich muss ihn einschalten. Okay. So, das heißt, hier müsste er jetzt ohne Probleme hin und her laufen können. Jawohl. Hier müsste er auch ohne Probleme jetzt durchlaufen, aber jetzt dürfte er nicht in die andere Richtung. Und? Ja, er geht doch durch. Warum? Mindestens 18, maximal 18. Das heißt, nur genau mit 18 Kisten darf er durchgehen. Und hier muss er mit 0 durchgehen, ne?
Ach, das muss ich auch noch einschalten. Okay. So, jetzt ist die große Frage, wo ist er jetzt? Ah, er läuft wieder zurück. So, da das Maximale ja nicht erreicht ist, müsste hier ohne Probleme durchlaufen. Jawohl, tut er. So, jetzt gucken wir hier. Mindestens 18 Kisten. Das können wir ja nicht runter. Maximal ist uninteressant. Und jetzt ist die Frage, zählt das in die Richtung oder zählt das in die Richtung? Aha, andere Richtung. Gut. Das heißt, in die Richtung zählt er. Das heißt, an diesem müssen wir es auch umschalten. So rum. Okay. Ob das jetzt funktioniert, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst es aber nicht. Bis dann. Tschüss.